Servus. Ich bin Tobi und herzlich willkommen auf meinem kleinen YouTube-Kanälchen. Ich glaube, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer wenn ich über MS, also Multiple Sklerose, rede, dann gehe ich, glaube ich, spazieren, weil so, ja, es sinkt das Angstpotenzial oder halt das Potenzial, dann irgendwie quasi festzuhängen oder sich zu viele Gedanken zu machen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das daheim quasi vor einem Greenscreen machen würde. Und außerdem ist Natur und Grün und Vögel Gezwitscher halt immer schön, nicht wahr? So, wie ihr seht, ich habe wieder meinen Bart wachsen lassen, weil ich mich immer noch nicht entscheiden kann, ob ich meinen Bart jetzt wachsen lasse oder ob ich ihn abschneiden werde. Das letzte Video, also was mein erstes Video zu MS, sehr, sehr schwer fand. Und es auch zu veröffentlichen und so war halt wirklich, wirklich schwer. Und vor allem ist halt auch dann Anführungszeichen zu promoten, sprich Facebook, wo auch meine Bekannten und Freunde sind und Familie ist und so weiter. Ja, das war sehr, 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 sehr komisch, wenn ich ehrlich bin. Weil wie gesagt, mein Stottern ist offensichtlich. Halt, das hat man immer wieder. Oder quasi, Leute, welche mich zum ersten Mal sehen, sehen mich auch zum ersten Mal stottern. Das ist ja kein, das kann man nicht verleugnen und nicht quasi als Geheimnis machen. Aber MS, was man nicht sieht und so weiter. Puh, das hat man ja nicht einmal allen gesagt. Okay, es kamen aber wirklich, wow, kamen viele und schöne Nachrichten. Aber ich meine jetzt nicht quasi schön mit, ach du armer Haschall, weil, Alter, nee, das braucht kein Schwein, glaube ich zumindest. Sondern einfach, welche mich mit dem Umgang damit, ja, gelobt haben, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich sage, hey, ich hatte das, glaube ich, seit 2016 und das sind 5 Jahre bald. Das ist kein guter Umgang, aber vielen Dank für die Lorbeeren. Man liest natürlich sowas immer gern, wenn ja eine schwere Entscheidung oder so getroffen hat und dass es dann auf positives Echo zurückzuführen ist. Anders als jetzt zum Beispiel quasi beim Stottern, weil da gab es schon ein bisschen, ja, häme manchmal. Aber hey, wir sind jetzt ein anderes Thema quasi von meinem Leben. Denn wie gesagt, hier heißt der YouTube-Channel aus dem Leben eines stotternden Nerds und dazu zählt halt normal, wie schon gesagt, MS leider auch dazu. Worum es aber heute aber eigentlich wirklich gehen soll, ist eure Nachfragen, beziehungsweise 2 Stück von denen, denn holy moly, habe ich viele verschiedene Nachfragen bekommen, was mich wirklich, wirklich sehr gefreut hat, wirklich. So, die erste Sache ist, wie hat denn eigentlich alles angefangen? Ja, ich muss sagen, es war ein Riesenzufall. Es war im Winter 2015 und ich habe in meiner rechten Hand nichts mehr gespürt. Ich bin Rechtshänder, somit quasi fällt es immer recht schnell auf. Es war Weihnachten. Also, ich glaube, quasi um den 20.12. rum. Wir haben hier in Augsburg haben wir sowas quasi wie die KVB Notfallpraxis. Das ist quasi so eine sowas, was an Klinikum angeschlossen ist und du da quasi hingehen kannst, wenn du keinen Notfall hast. Aber wenn jetzt quasi Feiertag ist und so weiter und kein normaler Arzt auf hat. So bin ich da eben hin, zweitens so, ja, angeschaut. So, ja, ich bin Nerd, ich bin Büromensch. Das ist ein Karpaltunnelsyndrom. Ich mache einen Wiki-Artikel rein. Das ist etwas, was du im Handgelenk hast und was quasi viel durch Mausschupferei kommen kann. So, dann hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Gips. Ja, dann so, ja, okay, aber es wurde nicht besser wirklich. Also habe ich mir so gedacht, irgendwie wird meine ganze rechte Seite immer mehr so, ja. Ihr könnt euch so vorstellen, quasi, wie wenn ihr quasi einen eingeschlafenen Fuß habt. Nur eben, es breitet sich so an der rechten Seite eben immer weiter aus. Ja, ich bin dann zum Hausarzt hin,
die so, ja, das ist auch Karpaltunnelsyndrom und so weiter. Als ich dann, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal hin bin, weil ich habe ja immer eine neue Krankschreibung gebracht, weil ich habe ja brandneu in meinem Job angefangen. Super Timing, sage ich euch. Meinte sie so, ja, weil es nicht besser wird und Weihnachten kommt, hat ja alles zu. Geht auch mal zum Neurologen oder gleich in die Notaufnahme rein. Ich so, Alter, Notaufnahme, ich war noch nie im Klinikum und so weiter, oder Krankenhaus. So, aber was halt wirklich nicht besser wurde und jetzt auch so Sachen schwer fielen quasi wie Laufen oder halt auch wie einfach quasi meine Körperhygiene, habe ich mich dann doch entschlossen, quasi zum Neurologen zu gehen. Und ich wusste damals noch nicht, dass dass Fachärzte so krass überbelegt sind. Ich meine, man hört das so, ja, wenn Sie jetzt anrufen, haben Sie in quasi 5 Monaten einen Termin. Aber ich wusste es nicht, so bin ich einfach blank und naiv zum Neurologen gegangen. Und ohne Witz, an diesem Tag hat der erste Patient am Morgen abgesagt. Deswegen kam ich rein um 8 Uhr morgens und hatte um 8.15 Uhr einen Termin beim Facharzt. Er hat erstmal quasi meine Hand dann untersucht und so weiter, weil es war weiterhin der Verdacht auf Karpaltunnelsyndrom. Meinst du so, nee, das ist es irgendwie echt nicht. Das ist es irgendwie wirklich nicht. Aber er hat dann schon auslesen können, dass irgendwas mit dem Rückenmark sein muss, denn mein Körper quasi schickt Signale aus, aber die kamen in der Hand nicht an. Also so ganz grob ausgedrückt. Ihr wisst, ich bin kein Arzt, ich habe nicht mal eine Ahnung quasi von meiner eigenen Krankheit. Von dem her, bitte, lasst mich da ein bisschen naiv sein. Und dann ging es eigentlich recht schnell. Dann Blutwerte und so weiter, ein Notfall, MRT gemacht noch am nächsten Tag. Und dann stand im Raum, ja, Rückenmarkswasserentnahme. So, habe ich noch nie gehört, habe ich mal gegoogelt, macht es niemals. Und da kommt halt so eine Riesennadel in euer Rückenmark rein. Und quasi halt auch so mit so, ja, Begleitperson und so weiter. Ich so, Alter, ich habe doch keine Begleitperson. Ich war damals wirklich relativ einsam. Aber ja, ich habe dann quasi meine damalige BFF gefragt. Sie hat gesagt, ja, passt alles. So, dann bin ich da eben am nächsten Tag hin, habe auch alles schön ausgefüllt. Man muss eine Risikoübernahme machen und so weiter. Und dann ist so, oh, Herr Scholze, Ihre Blutwerte sind so katastrophal. Ich traue mich das nicht. Sie sind morgen um 7 Uhr bitte am Empfang am Uniklinikum. Ich so, bam, was? Alter, meine größte Erkrankung bisher quasi war eine leichte Lungenentzündung. Und da habe ich auch nur Antibiotika einmal nehmen müssen oder sowas. Und jetzt, nächsten Tag, 7 Uhr, Uniklinikum. War da dann schon langsam schon ein bisschen, echt so ein bisschen, ja, krankheitsmüde. Weil einfach was so das Arztgerenne und niemand hat was Positives. Alle so, ach, da müssen sie aufpassen und so weiter. Darum, ja, okay, bin ich da eben. Machen sie so, ja, 2-3 Tage müsste alles passen und so weiter. Gut. Dann als nächsten Morgen ins Uniklinikum. Da ist mir aufgefallen, so, ich kann den Patienten Anmeldebogen gar nicht ausfüllen. Ich kann ja meine rechte Hand gar nicht mehr so bewegen, wie ich haben wollen würde. Und das war vielleicht echt eine fiese Erkenntnis, wenn du was nicht mehr machen kannst, was du eigentlich gut gewöhnt bist. Nun ja. Auf jeden Fall war ich dann eben quasi auf der Neurologie. Ich hatte quasi im quasi 12. Stock oder 13. Stock quasi super Blick auf den Hubschrauber-Notlandeplatz. War alles gut. Die haben dann dort eben quasi meine Rückenmarkswasserentnahme rausgeführt, haben sich da ein bisschen verpiekst. Das habe ich dann über ein Jahr nachher gemerkt und dann lag ich da eben quasi für eine sehr gute Woche mit hochdosierten intravenösen Cortison. Und glaubt mir, ich dachte nie, dass ein Medikament es so eine Grippe-Symptome und so auslösen könnte. Also ich war echt am Bett gelegen. Nichtsdestotrotz, nach eben 7
7, 8 Tagen, glaube ich, war ich dann eben wieder aus dem Krankenhaus draußen. Ich habe ordentlich abgenommen. Ich meine, quasi, ich hab damals dann 64,2 Kilo gewogen. Ja, also quasi, ich habe damals mal quasi viel mehr gewogen, ich habe dann viel weniger gewogen, eben quasi, das war mein Niedrigstes und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zum kleinen dicken Panda. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja, war ich dann eben noch ein paar Wochen zu Hause. Ich musste wirklich viele Pillen nehmen, aber es wurde besser, besser und besser. Und hey, glaubt mir, auf einer Neurologiestation liegt echt viel fieses Magazinzeugs hier rum mit Leben, mit MS und so weiter. Und glaubt mir, wenn ihr da Leute im Krankenbett oder im Rollstuhl seht, das wollt ihr als noch in den 20-jährigen Menschen nicht sehen. Und vor allem, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ob die ganzen Therapien anschlagen und so weiter. Aber ja, so fing bei mir alles an. Und seitdem weiß ich, ich habe unter Umständen MS, quasi vor 2 Jahren dann die Diagnose. Ja, es ist auch MS, denn meine weißen Flecken im Kopf nehmen zu. Also sprich, ich habe eine progressive quasi Verschlechterung und das ist eben das, was eine MS auszeichnet. Wäre es nur einmal gewesen, quasi eben 2015, 2016, wäre das wahrscheinlich nicht so die Diagnose gewesen, aber weil ich halt eben in den ganzen Nachsorgeuntersuchungen, was ich ja bis heutzutage habe, immer wieder kleine weiße Flecken im Hirnchen quasi festgestellt werden. Yep, habe ich eben MS. Nur eben dank dem tollen, ich finde es wirklich, dank dem wirklich schönen, tollen und auch wirklich funktionierenden Gesundheitssystem in Deutschland wurde es erstens erkannt, zweitens blitzschnell behandelt, drittens, es hat mich quasi finanziell nicht ruiniert und dank der modernen auch Medizin halt Forschung, wie jetzt eben quasi mein Medikament halt, Aubagio und so weiter, hey, es fühlt sich nicht so an quasi wie so eine Riesenbürde, wenn man jetzt mal die ganzen quasi Nachsorgeuntersuchungen wegnimmt. Mir geht's, mir geht's wirklich gut, weil es halt auch alles ein schleichender Prozess ist. Quasi, wenn ich jetzt quasi mich jetzt quasi mit vor 2014 so vergleiche, wahrscheinlich wird es mich jetzt schlechter gehen, aber es ist halt einfach zum Glück, was so langsam halt fortschreitet, ist es eben, ja. Es ist nicht wirklich merklich. Ich hatte bisher auch nur einen Schub, zumindest einen spürbaren. Und ja, ich bin wirklich zufrieden. Und vielleicht habe ich mich auch deswegen getraut, dieses Video zu machen. Weil ich eben weiß, hey, mir geht es ja eigentlich gut. Und ich will ein bisschen Awareness schaffen, dass es eben nicht mehr so ein Stigma ist. Und vor allem halt jetzt auch nicht mehr quasi so das Klischee, wie ich es eben damals noch kannte mit Rollstuhl und der kognitiven Kartoffel. So, aber ich sehe gerade, ich habe jetzt quasi über 20 Minuten Rohmaterial. Die nächste Frage, wie sich das alles auswirkt und Co. und Blub und Bla, verschieben wir aufs nächste Mal. Von dem her, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank auch, dass ihr dieses laberreiche Video mit mir angeschaut habt. Achso, und natürlich, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es in die Videobeschreibung rein, denn auch hier findet ihr alle meine Kontaktmöglichkeiten. Sonst, ja, ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Über Vögelchen, über LinkedIn, über Facebook und so weiter. Deswegen noch ein wunderschönes Wochenende. Habe die Ehre. Servus und Baba.